A3.2, berechnen Sie das Volumen V der Cremefüllung. Eine sehr kurze Angabe, trotzdem 3 Punkte wert, also ein bisschen was muss man tatsächlich noch berechnen. Hier in der Zeichnung sieht man wieder alle Größen, die wir mittlerweile berechnet haben, um diese Aufgabe zu lösen. So, man soll das Volumen berechnen, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall die Volumenformeln. Schauen wir uns an, was wir alles für Volumen, was für Körperwege gegeben haben und was für Formen wir brauchen. Wir sehen, dass wir hier zwei Kegel drin haben, einen großen Kegel SCD und einen kleinen Kegel ASB, der sozusagen weggeschnitten wird und es bleibt ein Kegelstumpf übrig. Die Cremefüllung selber macht dann noch eine Kugel aus, von der wir allerdings den Radius nicht kennen. Da müssen wir wohl noch irgendetwas anderes beachten. Und zwar, wenn wir zurück in die Aufgabenstellung gehen, heißt es ja noch hier zusätzlich, was wir bisher nicht benötigt haben, der Anteil der Schokolade am Volumen der Praline beträgt 89%. Das heißt, es sind 89% Schokolade und damit 11% Cremefüllung. Somit wissen wir, wenn wir das komplette Ding hier berechnen, also den Schokoladenanteil A, B, C, D, dann können wir mit Hilfe einer Prozentrechnung die Cremefüllung berechnen. Also gehen wir her und berechnen zuerst mal diesen Kegelstumpf, also der Körper, der durch A, B, C, D, wenn man das dreht, entsteht. Wie kriegt man den? Ich nenne jetzt mal Volumen Gesamt ist gleich. So, wenn wir jetzt den großen Kegel S, C, D, Volumen vom Kegel SCD berechnen und davon das Volumen des Kegels SBA abziehen, dann bleibt ja genau das Volumen ABCD übrig. Also man schneidet den unteren Teil einfach weg. So, dann brauchen wir die Volumenformeln. Fangen wir zuerst mit dem großen Kegel an, also Kegel SCD. So, Volumenformel ist 1/3 mal Grundfläche mal Höhe. Also 1/3 mal Grundfläche ist bei einem Rotationskörper immer ein Kreis. Wenn der Kegel so rumsteht, könnte man natürlich auch mit Deckfläche argumentieren, aber es macht keinen Unterschied, weil die Deckfläche ist hier auch ein Kreis. So, Fläche eines Kreises ist Pi mal R² und R ist in dem Fall die Strecke dm. Also dm² und dann nochmal die Höhe ist hier die Strecke ms. So, bekannten Größen einsetzen ist 1/3 mal Pi mal dm, haben wir in der vorherigen Aufgabe berechnet, waren die 1,7 zum Quadrat und die Strecke ms waren 5. So, das kann man jetzt ausrechnen. Ich bin jetzt gerade ein bisschen zu faul dazu. Ich nehme einfach die Formel und setze dann nachher komplett hier oben ein und die zweite Volumenformel hier. Dann spare ich mir ein bisschen Taschenrechnergetippe. So, Volumen des zweiten Kegels ist gleiche Volumenformel, 1/3 mal Pi mal Radius zum Quadrat. Der Radius ist 1, also 1² mal jetzt noch die Höhe. Ja, ich schreibe es auch erstmal nochmal allgemein hin, damit man es nachvollziehen kann. Also Radius ist die Strecke AN und mal die Höhe ist die Strecke SN. So, bekannten Größen einsetzen. 1/3 mal Pi mal 1, ich habe wieder ein Quadrat vergessen, und mal die Strecke SN sind 3. So, das setze ich jetzt alles in das Gesamtvolumen ein, also 1/3 mal Pi mal 1,7² mal 5 minus 1/3 mal Pi mal 1² mal 3. Das kann ich jetzt in einem Rutsch in den Taschenrechner eingeben und dann kommt eine Größe von 12 Kubikzentimetern raus. Ja, also dieser Schokoladenanteil, die komplette Praline hat ein Volumen von 12 Kubikzentimetern. So, jetzt muss er dann die Cremefüllung berechnen. Wie gesagt, in der Angabe steht ja, dass der Schokoladenanteil 89% beträgt, also ist für die Cremefüllung nur noch 11% übrig. Das bedeutet, wir haben
Die 12 Kubikzentimeter der kompletten Praline entspricht 100% und x Kubikzentimeter entspricht dann den 11%. Man kann auch 89% berechnen und dann am Schluss nochmal abziehen. Funktioniert genauso. So, Quotientengleichheit. Man setzt das jetzt z-förmig an. Das heißt, ich starte bei den x und dann z-förmig aufstellen. Das heißt, x ist gleich 11 mal z-förmig rüber 12 geteilt durch 100. So. Und wenn man das richtig aufgestellt hat, müsste dann hier ein Wert von 1,3 rauskommen. Kubikzentimeter. Und natürlich aufpassen, man soll auf eine Stelle nach dem Komma runden. Das heißt, hier bitte auch wieder die Rundungsstelle beachten. Ja, und das war auch schon die Aufgabe. Das ist das Volumen der Cremefüllung.